So, und hey, hier, herzlich willkommen in der Welt von der Minecraft Rocket. Sagen wir jetzt mal, Minecraft Rocket heißt es. Und ja, Leute, was werden wir heute tun? Wir werden heute ein bisschen Erzverdopplung machen. Also, wir werden zwei Erzverdopplung-Maschinen machen. Wir werden Erzverdopplung machen, wir werden einen Windgenerator bauen und wir werden noch was anderes bauen. Was brauchen wir für einen Crusher? Brauchen wir ja diese Lava-Buckets. Was brauchen wir eigentlich für einen. Für ein Smelting. Alter, das wollte ich eigentlich nicht haben. Smelting Factory. Basic Smelting Factory und das Energy Smelter. Glas, okay. Also wir brauchen 8 Stahl, habe ich. 4 Osmium. 4 Redstone. 4 Glas und 6 Glas. Also wir brauchen 6 Glas. Aber zuerst brauchen wir mal Lava. Dafür haben wir jetzt uns 2 Eimer gecraftet. So, dann holen wir das mal kurz. Zack, zack, zack. Was die Leute noch nicht wisst, ich bin in der Vorproduktion. Also, das heißt, ich werde jetzt die ganzen Videos auf einmal aufnehmen. Das heißt, ich habe heute wie viele Videos aufzunehmen? Ich will heute alle Videos für das fertig haben. Das schaffe ich sowieso nicht. Vielleicht schaffe ich hier 3 Videos jetzt aufzunehmen, weil ich muss ein Video hochladen. Für euch, Leute. Vielleicht 3 Videos werde ich... Mal schauen. So, jetzt haben wir 2 Lava Buckets, jetzt können wir auch den Crusher fertig bauen. Wir brauchen nur ein Osmium. Haben wir Osmium vielleicht irgendwo? Ich weiß, dass wir Osmium im Inventar haben, aber ich meine jetzt... Okay, nee, haben wir nicht. Das heißt, wir brauchen, ich sag mal, 10 Stück. Die Leute haben sich halt gewünscht, so dass wir das hier halt machen. So, also wir haben hier Stahl. In der Mitte ist Osmium, dann ist hier Glas. Also wir brauchen erstmal viel Glas. Also das wird jetzt ein bisschen hässlich werden, weil wir kein Essen haben. Es ist ein bisschen problematisch auf jeden Fall. Zack. Wir brauchen keinen Sand. Nicht keinen Sand. Gib du mein Schwert. Gib du das Schwert. Nee, das natürlich nicht. Okay, dann machen wir weiter. Ja, okay, dann machen wir weiter. So, jetzt haben wir ein bisschen Sand. Wir brauchen insgesamt 4, 8, 10 Sand, sagen wir das schon mal. Wir brauchen 10 Sand, also 10 Glas insgesamt. Also, machen wir das mal kurz. Werde mir, glaube ich, auch die Tinker's Tools machen. So ganz auch Tinker's Construct durchhauen. Weil ich ja in den letzten Projekten selber nicht mit Tinker's Construct gemacht habe. Werde ich das hier jetzt aber ändern. So. So, dann haben wir den Sand. Hier haben wir einen Osmium. Das heißt, wir haben gleich genug. Wir brauchen hier jetzt 4 Stück, weil das will ich mir aufhalten. Wir brauchen hier 4 von denen. Wir brauchen hier auch 4. Ja. Gut, jetzt können wir hier das ganze Kupfer reintun, was wir nicht brauchen. Dann können wir das hier mitnehmen und hier einmal das ganze Sand reintun. So, wir haben 6 Diamanten. War ja lange nicht mehr da. Ich war einen Tag nicht mehr da. So, jetzt können wir den Crusher gleich bauen. Braucht nur hier ein bisschen Glas. So, 1, 2, 3, 4 Glas. Und dann hier in der Mitte noch ein Osmium rein. So, 2 Osmium. Zack, zack, zack. So. Dann schauen wir mal, ob hier alles fertig ist. Und hier ist gleich alles fertig. Nice. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen einen Crusher. So, wir haben den Crusher. Der ist ganz einfach gemacht. Den können wir eigentlich machen, indem ich einfach nur ein neues... einen Crossing Station mache, den ich hier hin tue. Hier mache ich dann... Habe ich das aus mit Glück? Nee. Ja, okay, gut. Das war ein kleiner Lag. Okay. Wir brauchen also hier Lava. Lava und dann hier Basic Control Circuit. Und so, dann haben wir das Ganze. Wir brauchen jetzt nur ein bisschen Glas, was wir hier haben. Also Steel Casing, jetzt haben wir erstens schon mal den Crusher.
Jetzt brauchen wir als nächstes, jetzt haben wir erstmal den Crusher. Jetzt brauchen wir als nächstes eine andere Maschine. Die nennt sich auf jeden Fall nicht Crusher, schon Energized Smelter. So, also Smelter. Da ist der. Wir brauchen hier wieder zwei von diesen Dingen und wir brauchen ein Steel Casing. Steel Casing sollten wir gleich haben. So, dann haben wir hier Steel Casing. So, können wir das hier weg tun und dann können wir schon mal schauen. Wir brauchen hier zwei Glas, das heißt, wir brauchen hier das hier. Wir brauchen Zack, wir brauchen Redstone hier noch schnell und dann noch das Glas. So, dann haben wir auch den Energized Smelter, das heißt, wir stellen es, sagen wir mal, hier hin. Hier haben wir den Energy Smelter. Ich mache, was gibt es denn für Wires? Es gibt ja verschiedene. Ich würde mal sagen, dass wir das hier machen. Das ist Industrial Wires, das brauche ich dann nicht. Hä? Wenn er dann weggekickt worden, ich weiß gar nicht wieso. Ich muss mal schauen. Copper Wire. Ich würde mal eher das alles mit Copper machen. Also Low Voltage Wire Connector. Hier brauche ich ein bisschen Clay. Wie viel brauche ich denn? Hier, ich würde mal gerne sagen, so. Ich würde von der Maschine dann einmal das hier machen, dann würde ich hier noch, also ich brauche mal alle beide, das heißt, ich brauche 4 Hard Clay und 2 Hard Clay, also wir brauchen ein bisschen Clay. Das heißt, wir machen uns mal eine kleine Ding hier gerade, wir machen uns mal so ein Osmium Shovel, denn die ist ja schnell und das ist wirklich eine gute Investition. So, wir haben hier viele Sachen, die sollte ich auch eigentlich schon mal einmal etwas machen damit, aber das mache ich eigentlich nicht. Deswegen ist das gerade ein bisschen komisch. So, haben wir hier irgendwo Clay hier unten. Wenn ihr ein bisschen weniger seht, dann entschuldigt mich. Ne, wir nur Gravel und Sand. Das heißt, wir müssen uns irgendwo das finden. Und ja, es ist ein bisschen, dass wir es dort Nacht haben. Hätte schlafen gehen sollen. Aber die Nacht ist gleich sowieso vorbei. Jetzt Gravel, dann Alla, bam. 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 So, den haben wir auch. Hä? Alter, das ist nicht wahr. Ich hasse die Nacht. Alter, wie langsam die flog. Ah, Bale. Der ist so stark. Bale ist so stark. Weil Bale kriegt man so viel Essen raus. Ich habe 4 Bale abgefarmt. Die können wir zu Bale Floor machen. Und die können wir schmelzen. Und dadurch kriegen wir Brot raus. Und können wir das wirklich machen? Ja, geht. Das ist nicht jetzt wegen Rest und Furnace brauchst oder so. Hey, mein Matpix ist das so. Deswegen. Ich hole mir gleich das Clay. So. Hier haben wir ein Ei. Das kann ich eigentlich mit einem Ei machen. Guck, eigentlich. Fried Egg oder so. Cactus Green. Können wir da das nicht irgend so ein Ei machen zum Essen? Hot and Soup. Fried Egg oder so heißt es. Mit dem Ehrlich kann man hier Käse machen, okay. Kann man noch irgendwas machen? Butter? Mayonnaise? Wollen die essen? Nee. Fried Egg muss man ein Skelett machen. Das bringt dann 2. Okay. Wie viel braucht ihr? Dafür brauche ich nur 2 Eisen. Das kann ich sogar machen. So, hier haben wir mal ein bisschen Brot. Bale ist so nice, Alter. Warte, das muss ich anlegen, ey. Aber wir brauchen, ich habe einen Eimer, ich hole mir Wasser und dann lege ich das an. Damit wir genug Essen haben. Und dann kann ich auch sofort dann mal das machen gehen. Also das holen gehen. Das Clay. So haben wir eins von denen. Jetzt brauchen wir hier ein bisschen Clay. Wie viel werden das jetzt? 4, 2, 6. 6 mal 4 werde 24. Das heißt, wir brauchen 24 Clay. Also 10 Clay-Blöcke. Ich sehe irgendetwas. So. Ich würde das mal gerne ersparen. Deswegen sehen wir uns gleich nach dem Cut wieder. Bis gleich. So, jetzt sind wir auch fertig, Leute. Das haben wir jetzt heute mal geholt. Schnell das ganze Clay. Schon 10 Minuten dabei. Wir haben bis jetzt nicht das geschafft, was ich eigentlich schaffen wollte. Ich wollte heute eigentlich den Energy Smelter bauen.
Dann wollte ich auch noch, also die ganzen zwei Verdopplung. Und dann wollte ich auch noch die ganzen Wires bauen, das will ich noch schaffe. Aber ich wollte mir auch noch etwas anders bauen. Also ich wollte noch die ganzen Sachen anpflanzen jetzt. Mir ist so vorgenommen und noch ein Windgerater zu bauen. Und das schaffe ich glaube ich nicht mehr. Hier haben wir schon mal den ganzen Smelter hier. Da stellen wir mal etwas ein. Hier kommt der Output, das ist sogar richtig eingestellt. Da ist aber da ist der Output, sollte vorne sein. Dann machen wir hier mal alles weg. Machen wir hier Energy. Und das Energy. Hier auch. Ist auch. Achso, und hier ist nichts. Doch, hier ist Input. Nee, vorne ist Input. Dann, das können wir leicht regeln. Also, wir brauchen jetzt Clay. Also, wir brauchen Clay, das werde das dann durchschmelzen. Dann brauchte ich noch. Wie viel brauchen wir Copper? Wir brauchen ja Copper Wire für das da. Wir brauchen hier Copper Plates. Das ist ganz einfach zu craften. Copper Plates. Komm bitte. Damit. Nee. So, Industrial Craft Forge Hammer und dann haben wir das. So, wir brauchen noch ein bisschen Eisen. Und das haben wir auch. Also, das können wir ganz leicht machen. Einmal so zack, zack. Hier haben wir das Ganze auf dem Forge Hammer auch mal. So, dann brauchen wir. Eigentlich noch mehr, weil ich bräuchte noch ein Eisen. Aber ich mach mal hier mal ein paar bisschen Kupfer durch. Also ich brauche 3 Kupfer dafür, dann brauche ich noch einmal 4 Kupfer. Also ich brauche hier, oder? Aber ja, ich kriege mir nur eins raus. Also wir brauchen 3 Kupfer für das. Und dann brauche ich noch 4 Kupfer. Das heißt, ich brauche 7 Kupfer insgesamt. Ich kann das noch, leider noch nicht nicht verdoppeln. 7. Zick, zack. So, dann haben wir das hier so. So, dann brauche ich nur noch Copper. Am besten wäre auch noch Eisen, dass ich das durchschmelze. Deswegen könnten wir hier das hier mal schnell dorthin packen. Ich brauche jetzt kein Spider-Ei. So, der ist jetzt voll. Er ist gleich voll. Der macht der Energie? Nee, macht er nicht. Dass wir mal hier ein bisschen Kohle rein. Da ist der Crusher. Hä? Wie gesagt, hier kommt der. Ach, egal, dann muss ich das auch immer. Richtig dumm. So. Der liegt jetzt Energie. Nee, hier brauche ich mal ein Eisen, bitte. Hier kann ich das jetzt nochmal durchschauen. So, hier ist Output. Das heißt, hier ist der Input von außen. Hä? Können wir das nee, wir brauchen ein Enrichment Chamber und nicht kein Crusher, sondern ein Enrichment Chamber. Okay, dann brauche ich ein Enrichment Chamber. Was braucht der jetzt wieder? Ein Stahlblock. Zwei Eisen, ja, das ist nicht viel. Ich mach mal hier ein bisschen Stahl, also wir brauchen hier 4 wieder. 8 Stück. Noch 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir hier 80 Carbon. Und hier kann ich dann noch einmal Eisen durchschauen, das ich nicht habe. Gut, gut, gut. Dann haue ich hier mal im Energy Smelter ein paar Sachen durch. Ja. Wenn ich hier das mal hier so durchschaue, zack, zack, zack. Dann geht das langsam vor sich hin. So, dann haben wir hier das Ganze auch so. Und das sollte nicht hier sein, sondern sollte im Untergrund sein. Also hier so. Sollte hier sein. Das war von hier. Und dann zack, zack, zack. Also. Ja, gut. Ein Block nach unten nochmal. Also ich brauche hier. Das Dungeon Generator, den ich habe. So, und dann brauche ich hier noch so einen anderen Kabelgedöns. Also das heißt hier so zack, zack, zack. Dann brauche ich hier. Das hier. Low Voltage Wire Cable. Dann mache ich das hier hin. Und dann nochmal das hin. Also ich habe ganz genau 4 verbraucht. Das ist nice. So, jetzt haben wir hier. Also ich kann den Crush eigentlich hier weg tun. Das brauche ich gerade gar nicht. So, dann schauen wir mal hier. Hier haben wir jetzt 3 Eisen durchgehaut. Das heißt, wir haben hier 4 Eisen für ein Stahlcasing.
Haut sich das mal durch. Alter, wir sind schon bei 16 Minuten. Ich schaffe das, glaube ich, nicht mit der Verdoppelung, was ich eigentlich vorhatte. Ja, aber ich muss auch noch denken, hier sind ein paar Minuten draufgegangen. Ich muss hier runtergehen, dann das schneide ich weg und das... Also ich schneide halt nur sehr wenige Sachen weg, aber das, was ich wegschneide, ist halt das, was ich wegschneide. So, da haben wir jetzt zwei Enriched Iron. Das macht nicht weiter. Also ich muss erstmal ein paar Copperweiß machen. Nein, nicht so gut. Nicht so gut, ich muss... warte, ich mach das mal kurz. Sie braucht hier zwei Copper. Sie muss zwei Copper durchbraten. Zwei Copper. Gib mir das mal. Der hat noch Energie drin. Warte, ich muss mir die Energie mal hier bitte holen, klauen. Wie auch immer. Nur so für kurz, gerade. Weil ich will das ja automatisch haben. Ich will, dass jetzt alles mit Holzkohle läuft, weil am Anfang... Ich will eigentlich keine Windgeneratoren bauen. Ich will eher gesagt Holzkohle machen. Denn Holzkohle ist irgendwie... neutraler, und ich finde neutrale Sachen sind einfach besser gerade. So, dann mache ich hier, das heißt hier Hammer. Zwei Hammer, dann hier nochmal zwei Hammer. Kann ich vielleicht, ich brauche dann noch eine Schere. Das heißt zwei Iron. So, Iron mache ich auch mal hier durch. Ja. Das heißt, ich muss dann hier mit der Copper Plate und zwei Eisen. Muss ich... Ja, hier kann das durchgehen. Hier kann ich dann das hier machen. So, jetzt haben wir die Schere. Jetzt können wir das so machen. In der Mitte war dann Eisen, oder? Wenn es mich nicht irrt, in der Mitte war ein Steak, oder? Ja. Low Voltage Wire Coils. Jetzt kann ich hier wieder die ganzen Eisen rein tun. Und das Ganze wieder verbinden. So. So, wir brauchen hier unten... mal einen Stone Generator, den wir hier bepowern. Da kommt hier einer hin. Der kriegt dann... Die kriegen dann Strom, so. Zack, 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 zack. Der kriegt Strom, oder? Ja, der kriegt Strom. Dann kriegt der das, auch Strom. Und dann brauchen wir nur noch ein Käbelchen. Wir haben ein Käbelchen. Das heißt, wir... Eigentlich, wenn er berechnet hat, eigentlich das ergeben, dass wir nicht genug haben. Aber wie es aussieht, haben wir genug. Und... Nicht, dass ich halt ein bisschen nicht so gut erdacht habe. Also wir brauchen den Enrichment Cap, dafür brauchen wir Steel Casing, bin ich gerade dabei. Also wir brauchen zwei Osmium und natürlich Leute, was tut's Ryzen der Platinum? Nichts anderes als der Platinum. Also ich kann hier mal alles zubauen, müsste sogar alles zubauen. F7 einschalten, wir können jetzt nur F7. Das ist nicht gut. So, jetzt haben wir das gleich. Hier haben wir das Ganze. Jetzt können wir hier auch mal das reintun, weil das zu Steel Blend. Und das Steel Blend können wir dann verarbeiten. Okay. Das heißt, wir brauchen viel Glas. Ich wage mich nicht. Ich will jetzt hier nicht sterben. Darauf habe ich keinen Bock. Hier machen wir Romatten mal durch. Ich habe wirklich keinen Bock, gerade zu sterben. So wirklich. Aber ich müsste es eigentlich tun. Also nicht sterben, sondern einfach rauslaufen. Jetzt mal schnell holen. Aber zuerst esse ich mich mal vor. Voll. Vorher voll. Ich habe noch eine Karotte bekommen. Das heißt, ich kann das auch essen. Ja, noch viel Teil dann auf das Sleep. Ist mir vollkommen egal. So, dann haben wir auch genug, nämlich. Weil wir können sprinten. Das heißt, ich hole mir jetzt Sand. So vollkommen schnell Sand. Und mache daraus Glas. Weil es ist noch nicht wirklich der Platinum so reingekommen, dass es sofort vollkommen viele Monsters bauen. Normalerweise Platinum Monsters bauen sofort. 4 gemacht. So. Ja, Creeper. Zombie hinter mir. Und hier ist auch ein Creeper. Auch hinter mir. Hier ist ein. Eine Ender Zoo Warrior. Finde ich nicht toll. Gehen wir hier mal schnell wieder rein. So. Okay, das haben wir überlebt. Ist so, dann können wir hier wieder... Hier können wir den Stahl durchschmelzen. Was wir bekommen haben. Dann mache ich hier das dann. So, Leute, wir sind gleich am Ende der Folge angelangt. Ich will das jetzt nur mal schnell fertig haben, weil ich will es haben. So, also wir haben hier Basic Control Circuit. Die wollte ich ja machen, die will ich ja jetzt machen. Also wir brauchen zwei Osmium und zwei Redstone.
Das heißt, es geht durch. Da kriegen wir zwei dieser Circuits raus oder halt zu dieser Basic Control Circuit. Und das reicht dann für uns und wir brauchen hier noch ein Osmium. Soll schon gehen. So, Glas. Hier so, wir haben ganz genau genug. Also ist schön. Der Stall ist auch fertig. So, jetzt können wir hier das so machen. Zack, zack, zack. Und hier so. Jetzt haben wir das auch. Jetzt können wir die Basic Control Circuits rausnehmen. Machen wir hier das hier. Wir brauchen noch ein bisschen Redstone. Das mache ich aber gleich. Wir brauchen Eisen noch. Also wir brauchen zwei Eisen. Wo ist das Eisen? Wo ist das Eisen? Zwei Eisen durch. Bitte. Jetzt kann man nicht in den Crusher. Ich habe mich vertan. Mit dem. Ja, der ist sicherlich schon in die Kommentare geschrieben, was ich falsch gemacht habe. So, hier haben wir keine Kohle mehr. Kohle rein. Später wird es nicht mehr mit Kohle laufen, sondern mit Charcoal, damit es nicht so viel verbraucht wird. Damit wir immer wieder Nachschub haben. Da brauchen wir eine Harvester und so weiter, Planter. Das mache ich auch noch. Aber ich brauche jetzt erstmal das ganze Eisen. So, wir haben hier zwei Redstone drinnen. Ich hatte noch 60, Alter, wir haben noch 60 Clay. Das heißt, nächste Folge ist auf jeden Fall schon mal der... die Smeltery am Start. Auf jeden Fall, dann gehen wir die Smeltery alles machen. So, jetzt mach durch. Ja, ganz genau, Alter. Leck halt noch mehr rum, ich bin auf keinem Server, Junge. Du musst dich nicht weglegen. So. Zack, 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 dann haben wir die Basic Control Circuits. Zack, 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 da. So, jetzt können wir hier den Enrichment Chamber machen. Der Enrichment Chamber wird dann hier draußen, hier raus Output generieren. Und da kommt auch das ganz genau gleiche Input. Und hier kommt einfach der Output nach oben. Input nach vorne und hier kommt der Input von oben. So. Kann ich das Ganze schon verbinden? Also das Ganze schön verbinden. Hier ein Wire Connector. Und das irgendwie jetzt drankommen. Dann haben wir eine automatische Maschine. Maschine. Und zack, jetzt haben wir das Ganze. Und dann. Leute, so Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ihr das doch gerne Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und das sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis später, Leute. Ciao.